Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video, zu einem neuen Supermarkt-Test. Wir werden Folgendes machen. Wir gehen jetzt einfach hier rein und werden kaufen, wo wir Bock drauf haben. Zwei, drei geile Sachen, machen die zu Hause fertig, gucken, wie fresh die sind. Also mal wieder ein Stiftung Holle-Test Supermarkt-Ding. So wird's laufen. Wir holen was Geiles raus jetzt hier. Viel Spaß beim Video. Oh, Mikrowellenburger. Backofen geht auch, weil ich habe keine Mikrowelle. Wäre eine Überlegung. So, ich gucke jetzt ein bisschen rum. Wir machen das einfach. Ich habe mich die ganze Zeit gesträubt, aber es interessiert mich selber so maximal. Das sind Chicken Burger. Die holen wir. Oh, wow. Oh, scheiße, ey. Dann nehmen wir direkt den hier. So, den nehmen wir. Ein Glück, ich dachte, die haben sie nicht. Wir sind bei Edeka gelandet. Burger. Oh, Mann, was meint denn hier schon wieder? Oha, okay, okay. Puh, puh, puh. Nehmen wir erstmal mit. Ich habe jetzt Bedenken, weil es Hähnchenfrikadelle ist, aber naja, geht nicht anders. Ich muss auch noch einfach meine Gefühle mal teilen. Ich fühle mich gerade richtig unwohl bei dem Test. Also ich muss an der Stelle abbrechen. Ich fühle mich zu unwohl bei dem Kram. Ich sage euch wirklich, das kann ich nicht machen. So, Neuanlauf. Wenn ihr wisst, was hier passiert ist, ey, scheiße. Oh Mann, ich muss mal ganz von vorne anfangen. Ich habe mich so unwohl dabei gefühlt, ich muss abbrechen. Zumindest brauchen wir einen neuen Plan. Damit fühle ich mich noch viel wohler hier. Das sieht gut aus. Die habe ich noch nie gehabt. Die müssen wir mal probieren. Also so rein optisch, Ferndiagnose würde ich sagen, die knallt rein. Ah, der jungen Leute. Ja, ja, ja. Na ja, ich habe auch zwei Enkelkinder, ja? Ein bisschen verstehe ich das. Da kommt man dann, ist wie eine Fremdsprache, ne? Ja, geil. So, hiermit fühle ich mich wohl, Leute, ey. Hiermit fühle ich mich wohl. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ey. Wir schwenken das ein bisschen um. Wir sind full im Supermarkt-Game drin. Ich kann nur jedes Mal sagen, wie hyped ich bin, wie sehr Bock mir das bringt. Und deshalb müssen wir jetzt nicht auf Krampf 1000 Produkte. Wir testen die Pro7-Pizza. Und ich wollte sowieso diese Pizzawolke, da wir ja auch ein ausgiebiges Pizza-TK-Ranking haben, wir haben ja auch einige empfohlen von euch schon. Wir machen hierfür jetzt ein extra Video für die Pro7-Pizza. Teste noch eine normale Pizza von denen auf. Und wir machen da jetzt das Video draus. Das ist das, wo ich Bock drauf habe. Genauso ist mein Lebensmotto. Das machen wir jetzt. Und fertig aus ist das. Ich hier mir einen Abstotter. Und denkt noch dran, wenn ihr bei einem Lieferservice bestellen wollt, bei einem Lieblings-Lieferservice, keine TK-Pizza heute, sondern schön Essen bestellen, egal was, Pizza oder sonst was, bei Uber Eats, zweimal 10 Euro für Neukunden Rabatt auf die ersten beiden Bestellungen. Einfach 10 Euro sparen, so bestellen, wie ihr es immer macht und fertig aus. Kuss, Kuss, weiter geht's im Video. Um euch das nochmal zu erklären jetzt. Oh, das sieht folgendermaßen aus. Also diese Pizza ist von Pizza Wolke. Das ist so eine junge Marke, die sich darauf spezialisiert haben, geile Pizza einfach zu machen. Besser als die normalen Tiefkühlpizzen. Wir gucken auch noch drauf, was auf der Verpackung steht und so. Sehr interessant, wenn wir zu Hause sind. Und die haben in Kooperation mit Pro7 eine Pizza rausgebracht. Und das ist diese Pro7-Pizza. Und die testen wir auch gleich. So machen wir das. Also wir beginnen mit der hier und schauen mal, was die macht. Mit Sauerteig fällt mir direkt auf. Und super Zutaten. 100% Mozzarella, Soße aus Italien. Extra lang geruhter Sauerteig. Im Steinofen über 450 Grad fertig gebacken. Schnell gefroren, also schnell gefrieren, erhält Geschmack. Also so ein Schnellgefrierverfahren. Oh, ohne Vorheizen? Was soll das denn jetzt hier? Da sieht man mal, wie sich das unterscheidet. Die muss und wird anders werden als andere Pizzen. Ohne Vorheizen, noch nie gesehen. Okay, die haben wir jetzt hier vorgetaut. Die soll man nämlich vortauen. Das haben wir gemacht. Ohne Vorheizen. 4 bis 5 Minuten bei 230 bis 250 Grad. Wie soll das gehen, ey? Entweder bin ich zu dumm oder ich check da nicht durch. Also sie ist echt gut im Hype. Bevor ich in dem Pizza-Game drin war, habe ich schon ein Auge auf die geworfen, wollte die bestellen. Und jetzt gibt es sie halt auch im Supermarkt. Wir haben die neapolitanische Pizza schnell gefroren, um den unverkennbaren Geschmack Italiens in eure Tiefkühltruhen zu bringen. Von Hand zubereitet, luftig, lockerer Teig, verfeinert mit italienischen Tomaten und 100% Mozzarella. Traditionell im Steinofen gebacken. Wie man es dreht und wendet, Pizza-Wolke ist einfach immer eine runde Sache. Ich werde nicht der einzige Autist sein, der da jetzt widersprüchliche Aussagen, komme ich nicht mit klar. Ohne Vorheizen, aber 230, 250 Grad, 4 bis 5 Minuten backen. Also macht für mich keinen Sinn. Ich hau es jetzt auf 250 Grad und back das 4 bis 5 Minuten. So machen wir das jetzt. Frisch aus der Tiefkühltruhe. Und wenn wir jetzt fertig sind hier mit dem Vorheizen, dann wird die auch ihre 10 Minuten vorgetaut haben. Man sieht den flächendeckenden Mozzarella, anders als normale Pizzen. Sieht schon mal anders aus. Sehr feine Luftblasen hier, schon beim Berühren auch. Von unten mal gucken, wie die vorgebacken ist. Gute Röstung. Interessant, interessant. Ganz unterschiedlich bei den Tiefkühlpizzen. Ich merke, das Tiefkühlpizza-Game ist ein geiles Game, weil es gibt echt geile Produkte. Das ist ganz anders geworden im Vergleich zu früher. Und das bockt mich wirklich daran. Schöne Röstung. Was man auch merkt hier,
Die Dinger sind, ich weiß nicht, ob die jetzt auch jede von Hand gemacht ist, aber man merkt bei manchen Herstellern, wie auch vom Hensler, da sieht jeder anders aus, wirklich extrem und auch von der Röstung vorgebacken. Die eine ist ein bisschen dunkler vorher, die andere ein bisschen weniger, die sind echt alle individuell. Und jetzt hauen wir die gleich rein und ich habe richtig Bock, die zu essen. Ein Glück habe ich nicht diese Mikrowellenburger genommen, die ich erst nehmen wollte. So, Pizza kommt rein. 250 Grad erreicht, 4 bis 5 Minuten. Okay. Nehmen wir 5. So, jetzt zur sagenumwogenen Pro7-Pizza. Da ist die Pro7-Pizza. So, let's make history. Das ist mal ein Slogan, der mir gefällt. Ehrenpesto, die Sorte Ehrenpesto. Ist ja oft so, ich habe es auch bei frischen Pizzen gehabt, normale Pizzen, oh lala, und die Special Pizzen, das sind die, die wegfetzen, weil die Kreationen einfach so endlevel geil sind. Das ist ein ganz guter Test, einmal Basic, einmal Special. Gramm ist auch echt nicht wenig, muss man sagen. Beides 450 Gramm. Ne, die normale 400 Gramm. Die Pro 7 ist sogar größer. Auf Ehrenbasis mit Pro 7 hat ein bisschen Portemonnaie aufgemacht. Pizza, ich wollte die echt so lange schon testen. Also generell diese Pizzasorte. Geil. Ich vermute, dass sie halt schon so stark vorgebacken ist, dass man sie echt nach 5 Minuten rausholen kann. Das werde ich jetzt machen. Oh, die ist aber, die hat eine gute Farbe. Safe, die können wir rausholen. Die hätte ich sogar, könnte ich jetzt auch, ich lasse noch 10, ich hole sie raus. 4 bis 5 Minuten, ich habe sie 5 Minuten gemacht. Wunderbar, wunderbar. Aua, ey. Mann, jedes Mal die Scheiße. So, ich denke, wir haben den perfekten Grad. Der Rand allein beim Durchschneiden sieht schon anders aus, fühlt sich anders an. Sehr luftig der Rand, fühlt sich der an. Ganz einfaches Ding. Leichte Süße, lieblich, Tomate, reinen Käse. Geschmacksablauf. Ab ins Teigige am Rand, wo der Teig dicker wird, dieser Bereich. Da geht's ins Teigige. Der Rand auch einzigartig, auch von den Pizzen, die ich gegessen habe, auch von den hochwertigen Pizzen, von den teuren Pizzen. Einzigartig, aber jetzt auf den ersten Eindruck nicht besser. Einzigartig in dem Sinne, man hat es auch bei frischen Pizzen, bei hochwertigen Pizzen. Der Rand ist einfach eine hohe Kunst. Und jetzt ein kleiner Vergleich nur. 60 Seconds to Napoli. Leckere Pizza. Vom Rand her ist aber schon nicht dieses ganz luftige, wie bei diesen ganzen Weltmeisterpizzen, sondern eher so ein bisschen komprimierter und so ein bisschen teigiger. Teigiger, nicht so luftig, sondern massiger im Biss. So nenne ich es mal. Gewisses Kaufeeling einfach. Was anderes ist, was geil ist, in dem Bereich frischen Pizzen wohl wahrscheinlich eher die handwerklich weniger korrekte Variante. In dem Bereich muss ich es jetzt erstmal einordnen. Knusper außen, so eine Stelle, die muss jetzt auch getestet werden. Die sind ein bisschen etwas dicker. Wenn ich sagen darf, ich glaube, ich habe sie perfekt gebacken. Leichter Knusper außen. An der einen oder anderen Stelle etwas dicker. Ja, eine Pizza muss rein. Die ist genügend jetzt aufgetaut. Perfekter Moment. Und rein damit. Kommt ein bisschen kürzer, aber ich habe auch eins gelernt und da halte ich mich auch dran. Strikt nach Verpackungsanleitung mache ich nicht, weil die Geräte einfach so unterschiedlich sind und die können nur eine grobe Vorgabe geben und zum Schluss muss einfach das Auge entscheiden. Wenn du siehst, sie ist noch nicht perfekt, dann muss unter Umständen noch ein Stück länger. Man muss da sich auch bei einer Tiefkühlpizza eigentlich genau rantasten. 5 Stück nehmen, zum Schluss weißt du, wie sie perfekt gebacken werden muss, aber die Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen American Pizza Style, auf gar keinen Fall, aber etwas dicker. Ich habe aber gewisse Vibes, war schon sehr dick gerade. Nicht schlecht dick, hat nicht gestört. Bockt aber zu essen. Wir gehen in Runde 2. Ich habe sie jetzt mal eine Minute weniger die hier drin gelassen. Ich habe eben gerade auch den Rest der Pizza gegessen, beziehungsweise ein Stück liegt da gerade noch. Schon besonders teigiges Erlebnis. Klingt nach, man kaut den Teig nach, teigiger Geschmack. Schon ein einzigartiges Ding auch, kann man nicht anders sagen. Boah, die ist aber, glaube ich, noch besser gelungen. Was mir gerade passiert ist, als ich die da rausgezogen habe, hatte so eine Blase an der Seite. Die ist so mit dem Finger, die war ganz dünn, Pergamentpapier-Style. Boom, eingedrückt. Eine wichtige Sache, die ich auch gemerkt habe. Früher Pizza-Game, für mich war immer, desto krosser, desto besser gefühlt. Zwischen bin ich natürlich nicht mehr ganz so drauf, aber auch bei diesen Pizzen, bei den hochwertigen Tiefkühlpizzen, ist manchmal weniger mehr, habe ich gemerkt. Die sind halt schon sehr gut vorgebacken.
schön braun vorgebacken. Das war gut. Noch nie bei einer Tiefkühlpizza so ein intensives Röstungserlebnis im Rand gehabt. Vor allem auch die Geschmacksabfolge. Geil. Erst kommst du in die Röstung rein, wird immer intensiver, wird immer dunkler, so wenn man diesem Geschmack eine Farbe geben müsste. Geht so in dieses mehlige ein bisschen und dann nochmal in dieses ganz dumpfe, dunkle Schwarze rein. Schön, 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 schön. Boden auch ganz dünn. Pesto, gutes Ding. Geiles Basilikum-Feeling vom Pesto. Das, wie oft sage ich interessant, aber es ist einfach interessant. Ich sage euch an der Grenze dazu, man merkt, die andere war wesentlich heißer, rann dadurch ein bisschen auch dicker, durch die Dauer natürlich der Hitze. Und hier ist wirklich so, dass die Mitte der Pizza auch, sie ist im perfekten warmen Bereich, aber nicht mehr ultra heiß. Und so das Feeling von der Pizza ist irgendwie besser getroffen. Bei der hier auch mit dem Boden und so, ganz knusprig, weich, dünne Schicht. Total super vorgebacken. Das muss ich hier mal... Mozzarella-Stückchen. Kurz knackig diesmal. Coole Kreation mit der ProSieben-Pizza. Beide Kreationen geil. Die Basic-Kreation, die andere Kreation. Beides coole Dinger. Pluspunkt, diese tiefe Röstung, super geil. Teig aber vom Feeling sowohl in der Mitte als auch außen nicht ganz so stark wie bei unserer Top 4 vorne. Deshalb bei mir im Ranking die Nummer 5 jetzt mit 8,1 Punkt. Die Röstung hat es ordentlich nach vorne gebracht. Teig, wie ich vorhin gesagt habe, die sind alle individuell gemacht. Zwei andere Pizzen wäre es vielleicht gewesen so. Ne? Ich kann immer nur das bewerten, was ich jetzt habe, aber die sind alle leicht unterschiedlich, die Pizzen. Kuss. Ich bin hyped. Ich will mehr testen. Es kommen, wie gesagt, als nächste Folge Pizza kommen eure ganzen Vorschläge, auch was ich bestellen muss. Ich mache mir einen großen Aufwand. Ich bestelle alles, ich hole alles. Eure Vorschläge könnt ihr hier auch nochmal reinposten. Eure Vorschläge für Pizzen. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst es unbedingt mich wissen lassen, ihr solltet. Mit einem Daumen oben, unten einmal kurz betätigen. Kuss geht raus, Kommentar da lassen und dann sage ich bis zum nächsten Mal.